Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, immer wieder mahnen wir, die AfD, Statistiken und Auswertungen zu flüchtlingsbedingten Kosten im Zusammenhang mit dem Gesundheitsfonds an. Denn laut Bundesrechnungshof ist die Finanzlage im Gesundheitsfonds und bei der GKV zwar derzeit noch stabil, in einigen Bereichen gibt es jedoch schon jetzt höhere Ausgaben, sodass fraglich ist, ob der jährliche Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden Euro ausreicht. Der Bundesrechnungshof bemängelt hier besonders, dass ihm bislang keine nachvollziehbare Berechnung der versicherungsfremden Leistungen vorliegt, was logisch ist, denn es gibt keine gesetzliche Definition dafür, was als versicherungsfremde Leistung gilt. Die Ärztezeitung vom 13.06.18 bezeichnet das als politisch gewollte Unschärfe. Und dabei wäre eine Definition denkbar einfach. Jeder, der nicht selbst in die GKV einzahlt, jedoch die Leistungen der GKV durch andere, also eine Fürsorgeleistung erhält, erhält versicherungsfremde Leistungen. Und diese Fürsorgeleistung ist als Gemeinschaftsaufgabe von der größeren Gruppe aller Steuerzahler solidarisch zu tragen. Empfänger versicherungsfremder Leistungen sind jedenfalls nicht arbeitende Familienmitglieder. Allein hier fielen in 2016 Krankheitskosten in Höhe von rund 43 Milliarden Euro an. Die GKV blieb nach Abzug der 14 Milliarden aus dem Gesundheitsfonds auf rund 29 Milliarden sitzen. Mit anderen Worten, den Beitragszahlern der GKV wurden 2016 knapp 29 Milliarden Euro untergejubelt. Das entspricht 2,2 Beitragspunkten. Mittlerweile dürfte es einiges mehr sein. Und bei diesen Zahlen fehlen die krankheitsbedingten Kosten für Hartz-IV-Bezieher, ebenfalls eine reine Fürsorgeleistung und damit ein klarer Fall der Steuerfinanzierung. 2016 zahlte der Bund für jeden Hartz-IV-Bezieher monatlich ca. 96 Euro Beitrag. Auch Flüchtlinge beziehen nach ihrer Anerkennung, sofern sie nicht arbeiten, sofort Hartz-IV. Laut Bundesrechnungshof gab es in Deutschland von 2015 bis 2017 insgesamt 1.362.320 Asylantragsteller. Damit liegt der EU-Anteil Deutschlands mit rund 44% einsam an der Spitze. Mit großem Abstand folgen Italien mit rund 11%, Frankreich mit rund 8% und Schweden mit rund 7%. Der Bundesrechnungshof formuliert, dass Bund, Länder und Kommunen ungeachtet der bislang fehlenden Unterstützung aus dem EU-Haushalt erhebliche Mittel für die Aufnahme und Integration erbringen. In 2017 rund 21 Milliarden Euro nur durch den Bund. Wo ist denn hier die wesentliche finanzielle Unterstützung durch die EU, die für die freiwillige Aufnahme der Flüchtlinge laut Regierung zugesagt wurde? Handelt es sich hierbei etwa um Desinformation, Frau Dr. Merkel? Wünscht nicht Sie die Streichung von EU-Mitteln für Parteien, die Desinformation verbreiten? Und krankheitsbedingte Flüchtlingskosten sind bei all diesen Zahlen noch gar nicht berücksichtigt. Hierzu aber besteht aller Anlass, denn laut Gesundheitsministerium kostet allein bei AIDS die lebenslang notwendige Diagnostik und Arzneimitteltherapie das Gesundheitssystem ca. 500.000 Euro pro Patient. Am meisten verbreitet ist AIDS laut RKI in der Subsahara-Region. Bis zu 40% der dortigen erwachsenen Bevölkerung ist mancherorts infiziert. Für Deutschland liegt bei heterosexueller Übertragung der Anteil der HIV-Neudiagnosen bei Menschen nicht deutscher Herkunft in 2016 bei 72%. Hiervon sind 73% aus der Subsahara-Region. In Bayern, einem der wenigen Bundesländer mit routinemäßiger HIV-Testung von Asylbewerbern, wurden 2016 21% aller Neudiagnosen Deutschlands mit heterosexuellen Übertragungswegen gemeldet, von diesen 71% aus Subsahara-Afrika. Insgesamt schätzt das RKI, dass Ende 2016 etwa 88.400 Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland lebten, davon 12.700 undiagnostiziert. Stand März 2016 schätzte das RKI noch etwa ca. 77.000 Infizierte, eine Steigerung von 11% innerhalb eines Dreivierteljahres.
Genaue Zahlen sind im RKI deshalb nicht möglich, weil die HIV-Diagnose mangels deutschlandweit verpflichtender AIDS-Test oft Jahre nach der Infektion, nämlich bei den ersten ernsthaften Symptomen, erfolgt. Ansteckend ist AIDS hingegen bereits kurz nach der Infektion. Erstaunlich ist die Begründung, mit der das RKI eine Routinetestung von Asylsuchenden ablehnt, eine kultursensible Beratung und geordnete Befundübermittlung und Mitteilung können oft nicht gewährleistet werden. Was meint das RKI damit? Insbesondere unter Berücksichtigung des Umstands, dass, wie die Ärztezeitung am 27.03.18 berichtete, bei einer Befragung mehr als die Hälfte der Migranten angab, trotz wechselnder Partner nur unregelmäßig Kondome zu verwenden. Sicher ist, dass eine frühe HIV-Diagnose dazu beiträgt, späte Diagnosen und damit eine höhere Sterblichkeit und Behandlungskosten zu verringern. Die AfD fordert daher eine bundeseinheitliche Routinetestung von Asylsuchenden auf HIV, denn die Dunkelziffer der Undiagnostizierten birgt ein großes epidemiologisches Potenzial. Und wenn diese Regierung das unterlässt, macht sie sich gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung doppelt schuldig. Aber was will man von dieser Regierung, die von diesen Themen nichts sehen, nichts hören und vor allem nicht darüber sprechen will, auch anderes erwarten? Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Josef Rief, CDU/CSU.